So, es geht weiter mit Let's Play Heroes of the Storm. Hey, nee, ich bin First Picker. Oh nein, ich will nicht First Picker sein. Pff. First Picker. Oh nein, ich will doch nicht First Picker sein. Diablo ist immer gut. In den Türmen des Unheils. Diablo habe ich mal eine Zeit lang so gern gespielt. Jetzt spiele ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr so gern. Faxe, shit, ich spiele Diablo. Es wird wieder ein Reinfall. Eigentlich wollte ich Butcher spielen, aber Butcher als First Pick ist immer eine brillante, bescheuerte Idee. Israel, okay. Okay. Das wird lustig. Okay, der spielt mit Butch. Sonst hätte ich ihn genommen. Li Ming. Wir hatten, glaube ich, letzte Partie. Nein, die Partie davor mit Funkelchen, ja. Das war klar. Die Partie mit Funkelchen, da hatten wir keine Li Ming. Das war mal wieder ein angenehmes Spiel. Hatten wir dafür zwei Heiler. Funkelchen spielen. Johanna könnte ich auch mal wieder spielen. Gibt einfach noch zu viele Helden, die ich zu selten spiele. Ich spiele eigentlich immer nur dieselben. Ein bisschen schade. Funkelchen ist bald Stufe 8. Den will ich gerne auf Stufe 10 bringen. Das heißt, den werde ich sicherlich jetzt demnächst mal ein bisschen öfter spielen. Bitte nimm nicht. Kein Morales, bitte. Double Tank wäre ich sogar für. Kommen. Nicht speaking. Ja, es ist immer so eine Sache. Ich sag euch das hier vor dem Monitor. Ich bin dann doch immer jemand, der dann genau wie die meisten anderen leider nicht schreibt. Wir haben jetzt gerade hier gar keine Kommunikation. Es ist immerhin schön, dass die Leute Hallo sagen. Hallo schreiben, sagen tun sie es ja nicht. Ich weiß nicht, ob dem Spiel ein In-Game-Chat, ein In-Game-Teamspeak, so wie Overwatch das ja auch hat, gut tun würde. Obwohl die Befehle, die man auf der Minimap verteilen kann, durchaus schon komplett reichen. Normalerweise. Aber gucken wir mal. Zwei Matches noch machen. Und ich bin wieder da, wo ich vor einem Jahr auch schon war. Obwohl, mittlerweile sind es, glaube ich, genau ein Jahr. Nee, doch. Nee, stimmt gar nicht. Im Dezember 2014. Dezember 2014. Also fast anderthalb Jahren spiele ich jetzt Heroes of the Storm und gammel. Ja, man kann eigentlich sagen, seit einem Jahr gammel ich auf demselben Rang rum. Also nicht mal 8 Monate. Sagen wir mal 8 Monate, 8, 9 Monate. Und ich komme nicht vorwärts. Jetzt gucken wir mal, wie die Sache läuft. Li Ming wird natürlich wieder Ups, wird kacke werden. Ach, da freue ich mich ja so unglaublich doll drauf. Na gut, hier war unser Bestes. Und die habe ich schon eigentlich mal gespielt. Der ist ein bisschen genervt worden. Ich spiele auf Teufelswerk. Komme, was wolle. Und will mich der Teufel holt. Nächste Woche kommt Zul. Auf den bin ich sehr gespannt. Das heißt, ein neuer Specialist. Wollen wir wieder ein paar mehr Specialists spielen. Das ist eigentlich auch eine Sache, die ich ein bisschen sehr vernachlässigt habe. Ich mag das eigentlich zu farmen. Ich mache das generell eigentlich mit jedem Helden.
Oh, ich gehe mal in die Botlane. Ich weiß nicht, warum ich immer in die Botlane gehe. Ich weiß es nicht. Haben die eigentlich einen Specialist? Nein, haben die auch nicht. Gut. Dann werde ich das Farmen, glaube ich, mal übernehmen. Lilly darf man nicht unterschätzen, die ist schon ziemlich stark. Gegen die beiden. Ja, der Auto-Attack von Lilly ist halt so extrem ätzend. Ja, ich spiele mal auf Defensiv. Hier meine Seelen. Treten die Altäre zutage, hey. Ja, das Master-Skin von Funkelche, den würde ich auch gerne haben. Und zwar die pinke Version, die ist so geil. So geil! So. Ich hoffe, die spielen safe mit einem. Fucking Ming. So bezieht es der Lass mich durch. Sehr schön. Okay, ich muss zurück. Haben wir wieder nicht genug Schaden. Tschüss. Immer wieder Li Ming. Immer wieder ist Li Ming das Problem. Immer und immer wieder. Die Leute, ich habe eigentlich gehofft, dass die Leute es nach ein paar Monaten raffen. Was heißt nach ein paar Monaten, ein paar Wochen raffen, dass Li Ming, dass man da mal ausweichen muss, mal ein bisschen gucken muss, wo die ist. Ich glaube, ich muss mal wieder Nova spielen. Nova ist gar nicht mehr so ein Held, der gerne gepickt wird, aber so Feuerteufel hat ja einen Nerf bekommen. Statt 22 glaube ich nur noch, oder 24 schon nur noch 20. Aber zu stark. Aber ich bin noch nicht gestorben. Und das ist ja schon mal ganz toll. Und da kommen ganz schön viele Creeps. Okay, da soll ich mitmachen. Okay, ist drauf gegangen. Alter, ich sehe schon kommen, dass er drauf geht. What the fuck? Also ich zumindest gleich mal 50 Seelen zusammen. Gehen wir noch mal zum Brunnen schnell. Gleich kommt nämlich der nächste Tower. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Also ein Depp, echt. Lol. What the fuck, ey. Ich musste da reingehen. Gut, dass Butcher nichts gemacht hat. Applaus. Applaus, Butcher. Ah. Wir haben ja nicht mal Schaden. Wir haben nicht mal Schaden. Okay, beim nächsten Mal muss ich
Ich muss mich wieder ein bisschen zügeln. Mal schauen, dass ich hier. Ja, gut schon. Fucking Li Ming, wo ist die Bitch? Was für eine doofe Idee. Aber man kann seit Li Ming nicht mehr so richtig gut mit Diablo spielen. Ich könnte hier 10.000 Stunden lang eigentlich in den Teamfights bleiben, aber... Da funktioniert gar nichts. So, Hälfte ist schon mal weg. Fast die Hälfte. Aber das Schöne ja ist ja bei der Map, dass es nicht so entscheidend ist. Ja, ich brauche auch unbedingt Level 10. Ich brauche unbedingt den Ulti. Ich spiele eigentlich nur noch auf Apokalypse. Kaum mehr auf den Blitzatem. Oh oh. Ja, das kann man vergessen, aber... Und diesem Totengräber ein Ende. Dieses Reich hat sich gegen euch gewendet. Alter, wie die mich alle fokussen! What the fuck? Li Ming, immer wieder Li Ming. Die Leute raffen es nicht. Die Leute raffen es nicht. Die Leute raffen es einfach nicht. Butcher, charge doch Li Ming an. Ja, warum machst du das nicht? Ach nein. Alter, wie viel Damage die macht. Du musst hier jede zweite Sekunde musst du zum Brunnen eiern. Das ist so ätzend mit Li Ming. Mit Diablo hast du dann siehst du da kein Land gegen die Schlampe, ey. Du siehst kein Land gegen die Schlampe. Die knallt dich einfach weg binnen Sekunden. Mit Butcher hatte ich wenigstens eine geringe Chance, weil ich sie relativ schnell mit dem Ulti ausschalten konnte, wenn ich sie denn einmal hatte. Aber es geht meistens auch nur auf Maps, wo sie halt alleine rumdümpelt. Ja gut, mit nur Lebenspunkten. Ist der Brunnen wenigstens rechtzeitig da. Na komm schon. Wir haben es wieder nicht geschafft. Alter, da stehen die unten! Diesen Kampf habt ihr verloren, Rabenfänger.
Es wird nicht eure letzte Niederlage. Oh mein Gott. War das alles? Die stehen alle unten. Jaina stand unten. Ich habe gedacht, die nimmt den Tower. Das ist genau das, was ich beim letzten Mal schon angesprochen habe. Weiß nicht, welche Map wieder, welche. Ach genau, das war genau dasselbe mit ATC auf der Map. Warum ich den Dings genommen habe. Weil die das halt nicht tun. Die hatten genug Zeit. Sicherlich wäre es klüger gewesen, in den Teamfight zu gehen, aber dann doch lieber den Tower zu sichern. Das ist einfach zu. Okay, Flammenwellen kennen zurück. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ich hätte auch mit Zauberschild spielen können, aber ich habe 110, das passt schon. Angenehm, wenn ich mal die Schlampe gekriegt. Mal oben weiter pushen. Ist der Brunnen noch da? Ist der Brunnen noch da? Ist der Brunnen noch da? Brunnen ist kaputt. Na, toll. Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt. Ja, geh alleine da rein. Oh je. Warum geht Butcher alleine da rein? Warum? Ich weiß es nicht. Das sieht mal richtig mies aus, aber wir können solche Spiele kann man natürlich immer noch gewinnen. Da ist schon wieder zweimal drauf gegangen. Es ist halt nach wie vor. Ja, genau. Also ganz ehrlich, Li Ming ist, kann jeder Penner spielen, echt. Li Ming ist so ätzend. Also ich persönlich hab kein Problem mit ihr, nicht wirklich. Sie macht natürlich extrem viel Schaden, aber die anderen raffen es halt einfach nicht. Es ist unglaublich. Li Ming fickt uns einfach weg. Li Ming fickt uns einfach weg. Schaut euch das an, ich komme gerade wieder mit vollen HP. Die macht einen Arcane Orb und ich bin schon wieder fast erledigt. Das ist einfach nur ein Witz, ist das. Es ist nur ein Witz, Wizard. Butch 1-7, brillant. Wir haben kein Damage, wir haben nichts. Li Ming fickt uns einfach weg. Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist einfach nur noch ein Witz. Ich meine, es ist nicht erst seit gestern bekannt, dass Li Ming so stark ist. Und vor allem, dass man einfach mal ihren Fähigkeiten ausweicht. Aber das. Ja, natürlich machen wir den Boss.
Soll mal GG schreiben, das ist erledigt, die Sache. Man kann nicht drüber nachdenken. Aber auch offensichtlich, dass sie das versuchen werden. Ah, oh, 33 zu 3! Das ist sicherlich immer noch etwas, was man gewinnen kann, allerdings wird das möglicherweise extrem schwierig. Nee, zurück. Ja, gut. Wie sollen wir das jetzt noch hinbekommen? Das geht nicht. No chance. Die Zeit ist gekommen. Tötet sie in meinem Namen. Es wird euch schaffen, das noch. Ja, okay. Ich hätte doch Li Ming picken sollen. Alter, die Schlampe geht mir so auf den Zeiger. Nicht, weil sie OP ist, sondern einfach, weil die Mitspieler nicht checken, wie man sie bekämpft. Überhaupt nicht. Die checken es einfach nicht. Die stehen immer schön geknubbelt auf einen Haufen. Oh, das sind einfach... Da werde ich Fuchs Teufelswild. Oh mein Gott, na okay, hat noch nicht mal eine Wertung bekommen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zur nächsten Partie. Wieder mit Li Ming, yes! Und wieder checken es die Leute nicht mal auf den Arcane Orb zu einfach mal bewegen! Wir stehen einfach stumpf da rum, einfach nur. Oder sie mal wegfokussen. Pff, na gut, bis zum nächsten Mal.